Hallo, wir sind Leonie, Garrett und unser Hund Sawyer. Aktuell reisen wir durch Griechenland mit unserem selbst ausgebauten Mercedes 609D namens Ruby. Diese Woche machen wir eine atemberaubende Entdeckung. Das griechische Atlantis wartet auf uns. Außerdem treffen wir erneut auf drei liebe Seelen, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Was genau alles passiert, seht ihr jetzt. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht, wir sind mehrere tausend Kilometer gefahren nach Portugal. Kleiner Spaß an der Seite, wir sind immer noch in Griechenland. Aber bei den Wellen und dem Wind könnte man meinen, wir wären in Portugal. Es ist so verrückt, dieses Wetter heute. Deswegen werden wir auch weiterfahren, den Spot verlassen, denn es ist hier zu windig, zu stürmisch. Und wir hoffen, auf der anderen Küstenseite ist es ein bisschen windstiller. Also, wir nehmen euch da mit. Viel Spaß! Und bevor wir uns jetzt auf die Weiterfahrt machen, gibt es noch mal eine klitzekleine Reparatur. Aber wir haben schon mal geübt, und zwar im letzten Video. Da haben wir ja unseren vorderen Bremsschlauch und die Bremsleitung repariert. Jetzt machen wir auch vorne links noch mal den Bremsschlauch. Wir haben ja einen zusätzlichen Schlauch noch gekauft und den tauschen wir jetzt einfach vorsichtshalber noch mal. Ja, vielen Dank auch an euch für das ganze tolle Feedback. Hat uns total geehrt, gelobt. Wir haben uns wirklich, wirklich sehr darüber gefreut. Richtig cool. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch einmal kurz vorne diese kleine Reparatur. Ich werde euch an der Stelle jetzt nicht nochmal 100% detailliert zeigen, was wir da gemacht haben, denn im letzten Video habt ihr ganz genau gesehen, wie wir einen solchen Bremsschlauch tauschen. Als erstes natürlich mal ganz kurz nochmal oben den Bremsausgleichsflüssigkeitsbehälter mit Frischhaltefolie abdecken, dann entsteht ein Unterdruck und unten kann nichts rausfließen. Und dann ging es auch schon daran, dass wir den Bremsschlauch lösen. Oben war das recht leicht, unten nicht wirklich. Zum Glück war Michel dabei und konnte mir helfen, und danach ging es auch schon sofort daran, dass wir den neuen Bremsschlauch festschrauben. Hummelt sich da schon wieder eins zurecht, oder? Ja, am Bauch. Wie hast du letztens gesagt? Eine ungünstige Stelle. Undankbar. Ja genau, eine undankbare Stelle. Undankbare Stelle. Aber hallo, ey. Sehr konzentriert, gell? Die Zuschauer kennen jetzt auf jeden Fall den Zustand deines Nasenlochs. Also wenn man eins lernt bei der ganzen Aktion, ist, ja, dass man einfach für ältere Fahrzeuge eins braucht. Ja? Rostlöser, achso, und alle möglichen Schrauben. Ah ja. So Kleinteile. Ich hätte jetzt einfach nur gute Laune und Ehrgeiz gesagt. Ja, das. Aber Schrauben braucht man auch. Bisschen praktisch warten. Da kriegen wir hin. Hier unten sieht man das gut. Die haben hier eine Revisionsklappe eingebaut. Ich glaube auch. Wow, du weißt, was eine Revisionsklappe ist? Ja. Weißt du? Was denkst du denn, dass ich nicht weiß, ob das ist oder was? Ich weiß nicht, ich dachte irgendwie so, ich war gar nicht begeistert. Dann irgendwie, du bist doof, nein, nein, das ist der TÜV, sieht er. Also wenn der Bremssattel sich biegt, ist er fest. Ist okay? Glaube, ja. Super. Ja, Luft kommt. Ja, oh, richtig viel. Zu guter Letzt heißt es jetzt nur noch entlüften und dann ist die Reparatur auch schon vorbei.
Ihr habt es gerade gesehen, wir haben uns verabschiedet von Tamara und Michel vorerst, denn wir haben uns dazu entschieden, erstmal die nächsten Tage getrennt voneinander rumzufahren, ein paar Stellplätze alleine zu erkunden und dann treffen wir uns irgendwann im Laufe der Woche oder nächste Woche wieder an einem Stellplatz und ja, verbringen wieder gemeinsam die Zeit. Ich glaube, das ist richtig schön, wenn man sich ab und an mal trennt, dann wieder zusammen rumreist. Ja, das ist sehr gesund so. Und wir müssen auf jeden Fall einkaufen. Tatsächlich müssen Tamara und Michel auch einkaufen, also kann sein, dass wir sie da sogar wiedersehen. Aber wir düsen jetzt erstmal los zum Einkaufen. Ach du Kacke. Oh, ich hasse sowas. Oh, alles voll mit Salzwasser. Oh Gott, oh Gott. Oh nein. Da müssen wir lang. Oh, wir haben es geschafft. Ja. Oh, scheiße. Das war echt scheiße. Haben wir euch schon entdeckt. Habt ihr schon? Wollt ihr etwa auch einkaufen, oder was? Auch einkaufen. Verrückt. Klein ist die Welt. Ja. Sehr schön. Zufälligerweise hat irgendjemand unsere ganzen Vorräte aufgebraucht. Wir kaufen jetzt erstmal nicht. Okay, los. Bananas. Wir sind fertig mit Einkaufen und wir haben jetzt alles auch wieder in Ruby verstaut. Gott, wir hatten einen riesen Einkauf, denn wir hatten ja gar nichts mehr an Lebensmitteln. Deswegen mussten wir immer komplett aufstocken. Und viele haben ja mal gefragt, warum wir nie bei den Einheimischen einkaufen. Erstens, wir kaufen schon bei den Einheimischen ein, tatsächlich aber nicht so oft. Ja, es stimmt, wir kaufen mehr bei Lidl ein oder bei den größeren Ketten, weil es einfach auch ein bisschen günstiger ist. Also das haben wir heute wieder gemerkt. Wir waren hier im Dorf einkaufen, in einem kleinen Supermarkt. Das machen wir gerne, um mal unseren Käsevorrat aufzustocken. Aber heute muss man halt einen Rieseneinkauf machen. Und die ganzen Produkte sind halt auch echt viel teurer in den Einheimischen Läden. Und es ist okay, wir machen das ab und an. Aber gerade wenn man einen Rieseneinkauf macht, dann zahlt sich das dann schon. Am Ende sieht man dann den Unterschied, wenn es irgendwie 30 Euro Unterschied sind, die dann man dann extra ausgibt für den gleichen Einkauf. Also ja, deswegen gehen wir meistens zu Lidl einkaufen. Und Lidl hat auch echt coole vegane Produkte. Die haben halt die einheimischen Läden eher weniger. Und wenn, dann kosten sie 5 Euro oder so. Also ganz schön teuer. Lange Rede, gar keinen Sinn, wie Michel immer sagt. Wir haben uns jetzt nochmal verabschiedet und düsen jetzt los zum nächsten Stellplatz.
gut, wir sind am neuen Stellplatz angekommen. Wir haben ablandigen Wind, das heißt, der Wind kommt vom Inland. Deshalb haben wir uns mit der Schnauze in den Wind gestellt. Ja, hoffen, dass es nicht allzu doll wackelt und auch der Wind ein bisschen weniger wird. Ich hoffe, dass ihr mich verstehen könnt. Ja, heute passiert nicht mehr viel. Es ist schon 5:45, das heißt, ich gehe jetzt noch mal eine Runde mit Sawyer. Leonie fängt schon mal an zu kochen und dann lassen wir diesen ereignisreichen Tag ausklingen. Hat übrigens alles super funktioniert. Ich habe noch mal die Bremsen gecheckt. Einwandfrei, keine Tropfenbildung, alles sitzt gut, Bremsdruck ist da, wundervoll. Ja, ich wollte eigentlich einen Strauß pflücken, aber dann habe ich gesehen, dass das so fleischige Dinger sind. Ich dachte, eine ist wahrscheinlich schöner. Nein, reicht. Krass. Kannst du so in den Glas legen. Ja, richtig heftig. But you're still happy. Yes, I'm still happy. That's really nice. Thank you. Guten Appetit! Guten Appetit! Guten Appetit! Lass es dir schmecken. Sehr mächtig. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist das Wetter so viel besser als gestern. Also der Wind hat komplett nachgelassen und es ist einfach nur traumhaft da draußen. Deswegen werden wir jetzt auch frühstücken. Haben heute Morgen schon ein bisschen was an der Arbeit gemacht. Ein bisschen schon was gearbeitet. Und wir wollen nämlich nachher dort hinten hinfahren. Da sieht man nämlich die Insel Elafonissos. Und kurz vor dieser Insel ist unter Wasser etwas ganz Besonderes und da wollen Garrett und ich heute hin, denn das Wetter ist ja perfekt. Also wollen wir uns in die Tauchsachen schmeißen und dann eine Runde tauchen gehen. Also seid gespannt, ich bin's auf jeden Fall. Aber erstmal werden wir frühstücken, ein Käffchen genießen und ja, uns zurücklehnen und dann den Tag ein bisschen entspannter angehen lassen. Guten Appetiten! Guten Appetiten! Guten Appetiten! Guten Appetiten!
gut appetiten. Gut, die Sachen sind gepackt. Mittlerweile sind wir auch ready, denn wir müssen jetzt ungefähr 20 Minuten nochmal Richtung Westen fahren. Dort gibt es dann die besagte Stelle. Ich sag mal so, wir machen heute eine kleine Stadterkundungstour. Wir sind angekommen in unserem Ziel und zwar am Punta Beach, kurz vor der Insel Elafonissos. Und hier schlummert etwas ganz Besonderes unter Wasser. Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Aber vorher genießen wir erstmal diesen Sandstrand. Der sieht aus, als wäre man irgendwo in den Arabischen Emiraten. Also es ist total toll hier. Total. Also ich glaube, wir haben in ganz Griechenland noch nicht so einen schönen Sandstrand entdeckt. Never. Hey, Buddy! Sind wir überhaupt und warum haben wir hier so viel Spannung aufgebaut, weil dieser Platz so cool ist? Garrett erzählt euch jetzt ein bisschen was darüber. Bin sowas von ready. Dann hau raus. Ach, Film schon? Ja. Okay, Leute, wir lüften jetzt das Geheimnis, denn zwar sieht dieser Strand wunderschön aus und auch das Wetter ist toll und wir haben den griechischen Flair und wir haben diese schöne Insel da, aber hier im Wasser liegt versunken die älteste noch versunkene Stadt der ganzen Welt. Pavlo Petri, 5000 Jahre alt. Oder auch Atlantis. Oder auch von Leonie Atlantis getauft. Befindet sich dort hinten im Wasser in einer Tiefe von nur 1 bis 7 Meter. Das heißt, wir kommen da easy hin mit unserer Lunge. Und wir gehen da jetzt mal ins Wasser und schauen uns diese alten Ruinen an. Ich meine, stellt euch mal vor, 5000 Jahre alt. Das ist so ordentlich, heftig. Ordentlich vor unserem Jahr Null. Und ja, da kann man noch viel drüber erzählen. Das machen wir jetzt noch nicht, weil das sonst im Rahmen hier sprengt. Wir gehen jetzt da mal rein und zeigen euch diese Stadt. Wir sind super aufgeregt. Oder wie Garrett heute Morgen gesagt hat, überlegt euch mal, 5000 Jahre, das sind 2000 jetzt zurück und dann nochmal 3000. Das ist echt viel Zeit. Das ist echt viel Zeit. Are ready? Ready. Ready, steady, go? Yes. Was soll ich das sagen? Ja. Also wir sind jetzt auf dem Weg
zu Pablo Petri und hier liegen alle Touris am Strand, am Brutzeln, bisschen am Schnorcheln, im Bikini. Wir haben jetzt schon 700 Meter hinter uns, also schon fast einen Kilometer, ne? Und wir haben das Gefühl, wir sind vollkommen overdressed mit einem fucking Neo, dicke Flossen, Taucherbrille, Handschuhe, Bleigürtel. Kuschen, Bleigürtel. Wir sind so richtig am Start und alle sind hier nur so im Sommerstimmung und am Brutzeln in der Sonne. Aber wir haben jetzt eine Aufgabe. Mission. Wir haben eine Mission. Bist du wieder am Kämpfen, Schatz? Ich kann nicht in meine Socke rein. Wir sind hier gerade auf einer Mission. So kann die Mission noch nicht starten. Ich bin schon fertig. Fix und fertig mit der Socke. Mein Nerven. Wir müssen das zusammen machen. Ich kann mir nicht rein. Du trittst und ich halte. Okay, aber nicht, dass ich greife. Warte. Okay, nochmal. Die sind so flutschig. Ja, ich komme, meine Hacke hängt da so fest. Und dann. Oh, ich bin dran. Oh mein Gott. War auch auf jeden Fall jetzt schon irgendwie die Reise wert. Ey, ich bin fertig. So ein Neo zu haben ist geil, oder? Schon geil. Richtig gut. Ich mag auch mein Neo, richtig gerne. Das ist so wieder eine zweite Haut. Steht dir gut. Danke. Are you ready? I'm ready. Let's go to Pablo Petri. Let's go to Atlantis. Stadterkundung. Um ehrlich zu sein, wussten wir nicht so recht, wo Pablo Petri überhaupt liegt unter Wasser. Also haben wir uns erstmal auf die Suche gemacht. Ja, es war alles ziemlich sandig. Also wir haben eigentlich noch gar nichts gesehen, außer Sand und glasklares Wasser. Es war wunderschön, hat uns sehr an die Karibik erinnert. Wir waren noch nie in der Karibik. Aber trotzdem noch irgendwie kein Hinweis auf Pablo Petri. Doch später kamen dann schon mal die ersten Steine, die wir gesehen haben. Ist das denn schon oder sind das ja einfach nur Steine? Ich glaube, das sind Steine. Wir müssen noch mehr suchen. Aber das Wasser sieht krass aus, oder? Das Wasser ist richtig schön. Aber das ist jetzt noch nicht die versumpfte Stadt, oder? Das war einfach geil. Ich hoffe ja, dass es das nicht ist. Schwer zu erkennen. Wir werden bestimmt einfach eine Tauchung sagen, das ist Paolo Petri und eigentlich sind wir so 100 Meter weit entfernt. Ja, wir müssen auch ein bisschen suchen. Auch wenn wir die Stadt noch nicht sofort gefunden haben, gab es trotzdem einiges zu entdecken, denn Meeresbiologin Leonie hat sofort zwei Fische entdeckt. Und zwar mal wieder ein paar kleine Plattfische, die auf dem flachen Sand ihr Unwesen getrieben haben. Schaut euch mal an, wie süß sie zusammen schwimmen und wie süß eigentlich diese Stängelaugen aus dem Fischkörper daraus schauen, wenn sie im flachen Wasser liegen. Total niedlich. Und die Suche ging weiter. Eigentlich, ja, wie gesagt, haben wir eigentlich noch gar nichts gefunden, weshalb wir dachten, wir genießen erstmal ein bisschen das Wasser, zusammen tauchen zu gehen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich bei uns, da wir eigentlich immer auf Sawyer aufpassen. Und ja, es hat richtig gut, mal zusammen ein bisschen Spaß zu haben unter Wasser. Garrett hat da seine Ringe mal wieder geübt, die auch jedes Mal besser werden. Also guckt euch diese Ringe mal an. Ganz am Anfang hat Garrett dann auch Schwierigkeiten mit gehabt, doch mittlerweile werden sie immer besser. Plötzlich trafen wir auch auf ein paar kleine Wächter der Stadt, und zwar Zwergkugelfische, kann man schon fast sagen. Ganz, ganz kleine Kugelfische, die übrigens giftig sind, aber an dem Tag waren sie friedlich gesotten, auch wenn Leonie etwas unsicher war, als sie runtertauchen wollte, denn plötzlich kamen 5 bis 10 Kugelfische auf sie zugeschwommen. Jeder nicht runter, das sind die Kugelfische. Das sind die Hüter der Stadt. Das sind die Hüter der Stadt. Aber ey, dieser Schwarm verfolgt uns auch, ne? Ja, wirklich. Das ist immer derselbe Schwarm. Der kommt uns irgendwie die ganze Zeit hinterher. Ja. Soll ich die einfach holen? Ja. Und da kommen wir unserem Ziel schon näher. Wir haben nämlich von oben etwas entdeckt unter Wasser. Bisschen versteckt, auch mit Algen bedeckt. Doch, das ist sie. Wir haben einen archäologischen Fund entdeckt. Yay! Eine alte Vasenscherbe von einer griechischen Amphobe. Also. Amphore. Nicht Amphobe. Amphobe klingt wie eine Krankheit. Amphore. Total beeindruckend. Aber wir wollen sie natürlich wieder an Ort und Stelle legen, wo wir sie gefunden haben, damit auch noch der nächste Taucher sie finden kann. Das war eine, ne?
Richtig cool. Eine Tonscherbe von der alten Vase. Ja, aber echt. Diese kleinen Fische hier, die habe ich auch schon bei meinem letzten Tauchgang gesehen. Sind das jetzt Seenadeln oder Trompetenfische? Vielleicht wisst ihr es besser. Sie sind auf jeden Fall total niedlich, eigentlich in schwarz, doch dort ist auch eine weiße dabei gewesen. Die Suche ging weiter, als wir plötzlich auf ein Riff stießen. Zuerst dachten wir auch, dass das die Stadt sei, aber wir waren uns da nicht mehr ganz sicher, denn irgendwie sah das alles aus wie einfach nur Felsstrukturen und Steinriffe. Doch, da haben wir einige Fischschwärme entdeckt, wo es wirklich wunderschön war, mit ihnen rumzutauchen. Dieses Wasser war auch einfach echt der Wahnsinn. Na, war das eine alte Mauer vielleicht, oder? Nach 5000 Jahren sind die Steine so zu Korall geworden. Ja, ne? Vielleicht sind wir ja doch schon angekommen. Jetzt sieht es zum Beispiel aus wie eine Mauer. Ja, ne? Ey, Meeresbiologe hat das am Start. Und das, könnte das vielleicht eine Schatztruhe sein von vor 5000 Jahren? Nee, wahrscheinlich nicht. Sieht viel zu neu aus und da oben sitzen auch anscheinend Gewindeschrauben drauf. Die sind auf keinen Fall mehrere tausend Jahre alt. Nope, leider keinen Schatz gefunden. Dafür aber ganz viele kleine Minifische. Und es war endlich soweit. Wir fanden die Stadt bzw. die Überreste einer alten Stadtmauer oder Gebäudemauer, die ihr hier sehen könnt. Man sieht das ganz genau an den geometrischen Strukturen. Ja, ihr müsst euch vorstellen, vor 5000 Jahren ungefähr hatte diese Stadt ihre Hochzeit und in den letzten tausenden von Jahren wurde sie aber von bis zu 3 Erdbeben geplagt, was dafür gesorgt hat, dass der Meeresspiegel gestiegen ist und die Stadt halt eben auch im Sand versunken ist und das Meer natürlich alles überspült hat. Deshalb sieht man jetzt nicht mehr allzu viel, aber man kann sich zumindest einiges vorstellen hier an diesen unterschiedlichen Mauern, die dort liegen. Übrigens war Pavlo Petri auch eine sehr wichtige Handelsstadt, unter anderem auch mit Kreta. Hier wurden unterschiedliche Textilien produziert oder auch, wie die gefundenen Scherben zeigen, unterschiedliche Tonwaren wurden hier produziert. Leider war nach den 5000 Jahren nicht mehr ganz so viel erhalten von der Stadt. Wir hatten uns ein kleines bisschen mehr erhofft, mehr zu sehen, aber ich meine 5000 Jahre alt, vielleicht ist es auch normal, dass es dann irgendwann nur noch so aussieht. Aber wirklich schade, trotzdem sehr interessant. Oh, das haben wir nicht gesehen. Das ist am Ufer. Hä? Das ist hier irgendwo am Ufer, das sind Sträucher. Achso, ich dachte, das ist auch unter Wasser. Nein. Aber hier, so sahen die dann aus. Und das hier alles. Das alles ist das. Also wir waren eigentlich genau da. Das ist die Insel, das ist hier das Teil. Also wir waren genau hier. Also wir haben eigentlich alles abgeschwommen. Und so sah es früher aus. Weil hier macht man die Masterroute. Wir haben die Masterroute gemacht. Wir haben die Masterroute von hinten gemacht. Mhm. Pavlo Petri. Wer seid ihr denn? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, es ist eine Herde. Es ist eine ganze Herde. Sawyer voll im Modus. Er treibt sie auch an, ne, Sawyer? Sehr gut machst du das, Sawyer. Oh,
wir sehen können, sind wir wieder raus aus dem Wasser und zurück bei Ruby. Ja, es war auf jeden Fall ein kleines Abenteuer, da raus zu schwimmen. Es war auf jeden Fall auch eine kleine Schatzsuche, glaube ich, weil wir am Anfang, wir wussten gar nicht genau, wo wir suchen müssen und wo diese Ruinen eigentlich sind unter Wasser. Und am Ende haben wir sie aber auch gefunden. Irgendwie dachten wir, es wäre mehr erhalten gewesen, aber klar, ey, es sind jetzt fast 5000 oder 4000 Jahre alt. Also ich glaube, ja, da ist einfach nicht mehr so viel zu ersehen. Und wir haben tatsächlich auch einen Mann auf dem Weg hierhin getroffen, der meinte, dass in den letzten, das haben wir auch online gelesen, dass in den letzten Jahren immer mehr Leute und Taucher und Schnorchler auch Sachen mitgenommen haben, also Vasen, Teile oder sowas als Andenken, und das geht ja nicht. Also es ist keine Ahnung, warum man das macht. Wir haben es auch mal hochgeholt, uns angeguckt und wieder hingelegt, wo es hingehört. Aber ja, so bleibt halt für die Nachwelt nicht mehr ganz so viel zu sehen, wenn halt viele Leute einhergehen und sie alle mitnehmen nach Hause. Das soll man natürlich nicht machen. Aber ein paar Sachen haben wir entdeckt und es war auf jeden Fall ein kleines Abenteuer. Jetzt sind wir wieder zurück und Sawyer hat das richtig gut gemacht. Wir hatten anfangs, also ich habe anfangs auch ein bisschen Sorgen gehabt, ihn im Van zu lassen, weil es ist ja schon ein bisschen wärmer. Aber tatsächlich haben wir so viele Fenster verbaut. Wir haben jedes Fenster mit einem Luftspalt gehabt und oben unseren Dachventilator und Dachluke aufgehabt, sperrangelweit auf. Der Dachventilator hat neue Luft reingebracht und da war dann so eine Zirkulierung im Van. Wir haben auch noch einen Ventilator aufgestellt. Also es war wirklich nicht heiß da drin. Wir haben auch alles abgedunkelt, damit halt die Sonne das nicht aufwärmt. Also ja, lange Rede, gar keinen Sinn, würde Michel sagen. Es war echt gut da drin. Und, ja, super. Und super. Jetzt raus aus den Klamotten und aber langsam echt, Essen machen. Aber echt, jetzt haben wir echt Hunger. Ja. Und weil wir den ganzen, wir waren gar nicht den ganzen Tag im Wasser am Schwimmen. Aber einen halben Tag waren wir im Wasser und das ist schon im Grunde wie ein ganzer, weil man rundet ab 5 auf. Alles klar. Also weil wir eine Stunde lang im Wasser waren, haben wir aber tatsächlich richtig Kohldarm. Ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt, wenn man viel im Wasser schwimmen ist, dann hat man immer so richtig Hunger. Und heute haben wir gesagt, machen wir uns mal Döner. Und ich finde das so heftig. Das hier sieht einfach aus wie Gyros und es riecht auch wie Gyros, denn es ist eine selbst kreierte Gyros-Gewürzmischung. Also nicht von mir, aber von jemand anderem. Ja, es sieht aus wie Gyros, riecht wie Gyros. Aber was ist das denn? Sind Pilze. Pilze. Sind einfach Austernpilze, aber ich finde es so heftig. Ich finde, das sieht aus wie Gyros. Und es sind einfach Pilze. Und am Ende, wir haben es schon mal gegessen, Michael und Tamara haben es mal für uns gekocht. Und es schmeckt auch einfach wie Gyros. Es ist so geil. Ja, und Gary hat noch so, war noch so lieb und hat ein Brot gebacken, damit wir morgen zum Frühstück Brot essen können. Yummy, yummy, yummy. Da gibt's das Brot dazu und ein dicker, fetter Salatteller. Lecker Schmecker. Das wird richtig gut. Mal gucken, ob wir den gegessen bekommen. Ja, also es sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Es riecht gut, aber mal gucken, wie wir ihn essen, weil irgendwie, ja, keine Ahnung. Auf den Bildern sah das Brot irgendwie größer aus und jetzt ist es irgendwie doch so klein und... Wir schauen mal. Griechische Pita-Brote gibt es heute. Ja, guten Appetit. Guten. Krieg ich auch ein? Krieg ich auch ein? Guck mal, ich krieg den hier gar nicht. Wie soll ich... Schönen und auch sehr windigen guten Morgen. Der Wind hat deutlich zugenommen. Tatsächlich haben wir jetzt auch gelesen, dass die Region hier aufgrund ihrer Spitze
auch sehr anfällig ist für Wind. Erinnert uns ein wenig an Tarifa in Spanien, den südlichsten Punkt. Ja, und entsprechend sind wir am Überlegen, auch heute vermutlich weiter zu düsen. Tatsächlich wissen wir noch nicht, tatsächlich, ich habe schon wieder tatsächlich gesagt, hat nicht jemand letztens geschrieben, dass wir tatsächlich oft das Wort tatsächlich benutzen? Tatsächlich. Naja, wir überlegen auf jeden Fall weiterzufahren. Mal gucken, wo wir heute landen. Wir haben keinen Plan, was auch mal schön ist. Jetzt sehe ich da hinten eine riesige Schafsherde anrücken. Da freut sich Sawyer ja immer. Auf jeden Fall gibt es gleich ein schönes Zwiebelbrot und dann besprechen wir mal, was wir heute machen. Die kommt tatsächlich auf uns zugerannt. Okay, ich glaube jetzt. Ich weiß, Sawyer. Ich glaube, wir sollten uns aus dem Staub machen. Sonst gibt es hier eine Konfrontation. Okay, wir haben jetzt hier mal eine Parkbucht. Sawyer, Mama sitzt hier. Komm, Mama, hier nicht so im Stress. Sitz bitte. Danke. Wir haben jetzt hier eine kleine Bucht und warten jetzt den Sturm ab. Ich höre es schon anrollen. Da kommen sie angetrabt. Okay, jetzt bitte nicht abrollen. Sitz. Das ist doch gut. Guck mal. Alles weg. You love, yes! Oh, it's a big sandcast! Heute war ein ziemlich ruhiger Tag bei uns. Wir saßen viel drinnen und von den Laptops und von den Handys und haben gearbeitet. Wir planen nämlich gerade auch etwas. Das wollen wir nicht zu viel verraten, das werdet ihr noch früh genug erfahren. Aber ja, es ist ein kleines Projekt, an dem wir gerade sitzen und das einfach viel Zeit auch beansprucht. Dementsprechend ist es auch ein bisschen ruhiger diese Woche bei uns. Ja, und es windet total. Es ist so starker Wind da draußen. Wir wissen jetzt gar nicht so genau, wo wir hinfahren, weil irgendwie ist die ganze Küste, glaube ich, jetzt betroffen von Wind. Obwohl wir an der Südküste sind und der Wind kommt von Norden. Aber irgendwie ist alles, also ich weiß auch nicht, ob es hier vielleicht eine windige Region ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls nervt es ein bisschen, weil Ruby die ganze Zeit schaukelt. Und ja, wir versuchen einen windgeschützten Spot zu finden. Wir werden auf jeden Fall in den Norden fahren. Und gucken, wir haben jetzt einen rausgesucht und wir sehen mal, ob der in Ordnung ist. Tatsächlich hat ein Follower uns den auch geschickt, die Koordinaten, und meinte, hier, fahrt da mal hin. Das werden wir jetzt machen. Und ich weiß nicht, ob ihr es merkt, ich glaube diese Woche, vielleicht merke ich das auch nur, aber diese Woche ist es ein bisschen ruhiger bei uns. Ich glaube, das kommt daher, weil letzte Woche echt aufregend war. Wir waren zu viert unterwegs, unsere Bremsen sind ausgefallen. Es war so, der Adrenalinspiegel war hier oben. Und ich glaube, es ist gerade so ein bisschen, weiß nicht, der Pegel geht gerade runter und wir sind ein bisschen ruhiger aktuell. Und ich glaube, das merkt man vielleicht auch in den Videos, dass es einfach ein bisschen ruhiger ist diese Woche. Aber das ist okay. Es ist nicht jede Woche ein Abenteuer. Das ist in Ordnung. Es ist ja unser Leben. Also die Peloponnes ist echt wunderschön, aber was es hier mangelt, sind Waschanlagen für Autos. Sonst haben wir ja schon Schwierigkeiten wegen unserer Höhe, aber das ist echt extrem gerade. Selbst die Waschanlagen an Tankstellen, wo oftmals Mitarbeiter für einen waschen, das ist hier sehr, sehr häufig so, auch die haben zu. Da wird oft gesagt, ja, ist nicht an, ist nicht angeschlossen oder die haben vielleicht auch gar keinen Bock. Aber wir haben echt das Bedürfnis, gerade Ruby zu waschen, denn es ist voller Salz, der ganze Wagen ist voller Salz und das ist echt scheiße für unsere ganzen Roststellen, für den Lack. Wo ist unser Empfangskomitee? Hallo, da bist du ja. Mensch, wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Na? Du bist ja eine hübsche Maus. Hallo, Bernsteinäuglein. Hübsch bist du. Hallo. Hallo, du kleine Wikibaus. Du kleine Wikibaus. Oh, hallo. Und du bist auch groß. Oh. Mensch. Schön. Schön, dass du wieder da bist. Wir kennen uns zwar nicht, aber okay.
Und ihr seht, wir haben einen neuen Stellplatz erreicht. Wir haben bei Park4Night gesehen, dass hier zahlreiche Kommentare auch waren, die davon sprachen. Eine Hündin ist hier anzutreffen mit ihren Welpen und ich glaube, du bist die Hündin. Kommt hin. Genau, sag mal allen Hallo. Ja, perfekt. Toll, jetzt seht ihr auch mal wieder gar nichts. Moment, einmal Augen putzen. Ja, und dieser Stellplatz, geben wir zu, ist wunderschön. Die Welpen haben wir auch schon da hinten gesehen. Die streunern da noch ein bisschen rum. Die Mutter ist hier uns bis hierhin gefolgt. Ja, echt zuckersüß. Und ich würde sagen, wir entdecken gleich mal noch ein bisschen die Gegend, denn die Sonne geht auch schon bald unter. Und dann war es das auch für heute. Aber es ist schön, mal einen etwas größeren Stellplatz zu haben. Denn am letzten Stellplatz fühlten wir uns auch so ein bisschen eingeengt. Und wir haben keinen Wind. Wundervoll. Ich wollte ja nur Hallo sagen. Stopp. Einmal tief durchatmen. Tief durchatmen. Hä? Tief durchatmen. Ein bisschen Reality-Check hier. Wie Reality-Check. Okay. Genau. Komm her. Stopp. Hallo. Hoi. Komm mal, Helikopter ist wieder an. Alles gut. Alles gut. Sorry, erstmal wieder aufgeregt. So, und jetzt sind wir ruhig und langsam. So, ja. Alles. Guck mal. Na? Das ist eine Mutter. So, ja, ne? Guck mal. Das geht doch. Man kennt sich. Guck mal, super. Ihr seid ja richtig süß, oder? Gibt's ein Kisses? Was denn? Oh, du schon wieder? Ui, 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 ui. Tante. Das ist eine richtige Schlabbertante. Schlabbert da einen vor sich hin. Nein, das machen wir nicht. Das lernen wir auch nicht. Ich bin nicht von Anfang an gewesen. Ja, du bist arm, der Elisa. Du, magst du sie doch nicht? So, ja? So, wir sind gerade eben noch eine kleine Runde mit unseren beiden Hunden spazieren gegangen und ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben hier mitten im Gestrüpp einen riesigen Kanister gefunden. Und zwar genau den hier, 20 Liter. Und da ist, würde ich sagen, schon ja, so 5 Liter Öl sind da drin. Das heißt, wir werden den Kanister jetzt mal mitnehmen, weil ein Kanister mit Öl, der einfach am Strand liegt, ziemlich scheiße. Muss ja nicht sein. Den werden wir entsorgen. Mit dem Öl und vermutlich machen wir damit auch einfach unseren Ölwechsel, denn wir müssen einen Ölwechsel machen. Heißt, wir werden nochmal Öl kaufen gehen und dann kippen wir einfach alles zusammen und dann ja, müssen wir mal schauen. Fahren wir wahrscheinlich in eine Autowerkstatt und fragen da mal nach, wie die das entsorgen können. Ja, ist hier wahrscheinlich alles ein bisschen schwieriger, aber muss auf jeden Fall nicht am Strand rumliegen.
So, ihr seht, heute gibt es mal wieder Käsespätzle, schön überbacken aus dem Backofen. Die genießen wir jetzt und dann sagen wir gute Nacht. Good morning. Hello. Du siehst aus wie deine Mama. Bist ein hübscher Kerl. In den Kommentaren zu diesem Stellplatz stand ja, dass immer eine Hündin mit ihren Welpen vorbeikommt. Die Welpen sind mittlerweile schon ziemlich groß, also das kann man auf jeden Fall schon als Junghunde bezeichnen. Aber echt super süß, die zwei. Der Schwarze oder die Schwarze ist immer so ein bisschen aufgeregt, aber sobald wir dann rauskamen, war sie ein bisschen schreckhafter. Und hier Mrs. Caramel oder Mr. Caramel ist total zugänglich. Richtig liebe, liebe Hunde einfach. Wird jetzt eingesackt. Entschuldigung, Mama, aber irgendwie liegst du auf mir drauf. Dankeschön. So, jetzt gibt's erstmal Frühstück. Eins, zwei, drei. Alle essen auf einem Haufen. Na, siehst du, da gibt's keinen Stress. Die Mutter ist alles alleine. Hast du keinen Hunger? Magst du das nicht? Nee, du bist vielleicht ein bisschen... Ich würde eigentlich gerne nur im Sand liegen. Danke. Du bist echt ein Süßer. Oder eine Süße? Ja, da hat aber jemand Durst. Okay. Ja, das war zwei rein. Du kannst ruhig. Ist okay. Stört mich nicht. Achso, ja, okay. Ich denke mal, wir werden den Tag heute drin verbringen, denn draußen ist es richtig stürmisch windig. Bisschen unangenehm, weil der Sand fliegt auch so um die Beine draußen rum. Aber wir nutzen die Zeit ziemlich gut. Wir haben mich gerade gefrühstückt und ein bisschen was an Laptops gemacht. Heute ist Freitag, ich muss halt auch schon das Video anfangen zu schneiden. Und ich werde jetzt Garrett die Haare schneiden. Ja, also wir waren ja jetzt schon zweimal auf dieser Reise beim Friseur, also Garrett, und jedes Mal ist es irgendwie ein bisschen komisch aus. Gut, ich bin jetzt auch keine Friseurin, ich kann es auch nicht gut schneiden und es ist auch nicht viel, die wir machen müssen, sondern ich muss ihm einfach nur oben von der Matte da was abschneiden. Pony. Genau, eigentlich nur seinen Pony schneiden, Er hat so die Haare in den Augen, dass ihn das richtig stört. Und ich dachte so, gut, hier ist jetzt kein Friseur in der Nähe, also mache ich es jetzt einfach mal selber. Ich habe ihn das auch schon einmal gekürzt, das ging auch, und deswegen werde ich es heute jetzt, glaube ich, auch nochmal machen, aber... Ja, wir werden euch mal mitnehmen und mal gucken, ob es dieses Mal besser aussieht wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal mussten wir zum Friseur, um es zu retten. Also drückt mir die Daumen, dass ich das kann. Schritt 1, bitte einmal Haare sauber machen.
Was ist denn das für eine Matte hier oben drauf, die du hier hast, sag mal? Emo-Matte. Aber echt. Ready? Hast du den Kopf eigentlich gerade? Hast du den gerade so schräg? Sagen. Keine Ahnung, das musst du mir sagen. Nein, ich bin keine Person. Du musst auch gucken, dass du deinen Kopf gerade hältst. Machst du jetzt Experimente noch? Nein, aber du hast. Die Seiten müssen ja auch ein bisschen geschnitten werden, oder meinst du nicht? Du, mach wie du meinst. Echt? Blutest du? Nee. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es tatsächlich sehr beruhigend. Jetzt hätten wir so ein dickes Loch einfach. Das ist so witzig. Du hast den Kopf gerade, ne? Du achtest darauf, ne? Mhm. Das ist dein Job, Schatz. Schatz, das ist schon mal besser als letztes Mal. Ja, das kreativ. Das Herz gut. Wolltest du reinrasiert haben, ne? So in die Seite? Ne, ein Smiley. Ein Smiley war das. Ja. Halleluja, ist unser Van jetzt verloren. Aber das war auf jeden Fall mehr als ein bisschen Pony. Tada! Da seht ihr Leonies Werk. Tatsächlich super gut geworden. Tatsächlich mal wieder, ne? Also richtig gut geworden. Ich bin begeistert. Sogar Liebe zum Detail an den Öhrchen nochmal. Hinten am Nacken ein bisschen was. Also selber muss man sich helfen, ne? DIY. Und alle Friseure da draußen schütteln bestimmt jetzt ziemlich doll den Kopf und sagen sich nur, diesen Haarschnitt habe ich auch noch nie gesehen, aber es ist okay. Ja, das nächste Mal geht es dann wieder zum Friseur, aber man muss sich einfach selber helfen und es funktioniert ja und das Garrett ist da zum Glück nicht so ganz penibel, dass er sagt, oh mein Gott, nein, das muss so und so und so und sein, sondern ihn hat es einfach genervt, dass sie in den Augen hing, also habe ich das einfach abgeschnitten, also ja. Ich finde, es ist in Ordnung, ich finde, er ist immer noch ein hübscher Mann. Die Sachen sind gepackt und jetzt geht es auch langsam weiter. Es ist mittlerweile richtig heiß geworden, aber es bleibt sowieso den ganzen Tag über warm. Deshalb fahren wir jetzt schon mal los. Wir müssen auch Wasser auftanken und wir suchen einen Platz fürs Wochenende, wo wir jetzt mehrere Tage stehen können. Hier ist zwar auch wunderschön, aber irgendwie sind wir dann doch neugierig und wollen woanders hinfahren. Und wir müssen halt auch los wegen dem Wasser. Also, es tut mir leid, aber wir müssen weiterfahren. Es tut mir leid, aber wir haben dir alles gegeben. Okay, kann ich verstehen. Ist gut. Wir wünschen dir alles Gute. Fährst du heute schon wieder oder was ist da los? Ihr seht, wir haben hier diesen Zettel gefunden, beziehungsweise diese Pappe an dem Wohnwagen, der dort stationär steht, mit dem Hinweis, dass natürlich diese Hunde auch adoptiert werden können. Und deshalb posten wir das hier auch nochmal in unser Video rein. Ihr seht da auch eine Telefonnummer, falls ihr gerade durch Griechenland hier reist. Ihr überlegt vielleicht, einen Hund zu adoptieren, seid in der Nähe, dann schaut einfach mal auf diesem Stellplatz vorbei. Wir blenden euch hier die Koordinaten und nochmal eine Karte ein. Da könnt ihr gerne mal den Stellplatz besuchen und auch, wie gesagt, hier hat jemand auch seine Kontaktdaten hinterlegt, um bei der Adoption zu helfen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache und die drei waren zuckersüß. Sie sehen auch super gesund aus, gut genährt aus und ja, entsprechend wäre es natürlich toll, wenn die ein neues Zuhause finden. So, jetzt gibt es noch was zu trinken, was zu essen für die Kleinen. Dann sind die auch erstmal versorgt. Genau. Wir haben jetzt Halt gemacht an dieser kleinen Kapelle hier, denn es soll hier einen Wasserhahn geben, wo man Wasser zapfen kann. Das Problem ist nur, ihr seht vielleicht, wir stehen da unten
Der Wasserhahn ist hier oben. Und jetzt stellt sich die Frage, wo er ist. Entsprechend ist die Entfernung vielleicht einfach zu weit. Oh, wir schauen mal. Hier ist Wasser und da ist sogar ein Schlauch. Aber hier unten wäre die Stelle. Ja, ich bin guter Dinge. Leute, das kriegen wir hin. Wir haben ja auch einen Wasserdieb dabei, den können wir sonst auf den Schlauch klemmen. Und jetzt gehen wir mal runter und drehen. Da sagt noch mal einer, unsere Bremsen funktionieren nicht. Sieht auch gut aus. Na, wollen wir ausprobieren? Ja, wollen wir ausprobieren. Ich bin ja neugierig. Wir probieren jetzt trotzdem erstmal unseren Schlauch. Wollen wir aus Neugierde trotzdem erstmal unseren probieren? Nee, das ist... Schatz, das wird nicht. Meinst du, passt nicht? Nee. Meinst du, es ist länger als 5 Meter? Meinst du, es ist länger als 5 Meter? Lass los. Hast du ihn fest? Ja, guck. Kriegst du? Hast du? Wirst du nass? Nee, oh, Alter, nee, komm, das wird nicht. Na gut, wir nehmen den anderen. Wir nehmen jetzt den anderen Schlauch und schauen mal, ob unser Wasserdieb da drauf passt. Die beste Erfindung überhaupt, so ein Wasserdieb. Kann man eigentlich alles mit fast verbinden. Habe ich mir schön einen Fleck auf die Hose gemacht. Sieht aus, als hätte ich mich eingepinkelt. Sieht auch gut aus. Ich spüle den einmal durch. Mal ein bisschen was für die Blumen hier. Jetzt kommt unserer drauf. Und jetzt nochmal. Okay, bist du ready? Ja. Lass den mal vorsichtig runter nur. Guck mal. Genau. War gar nicht so gefährlich wie gedacht. Ein bisschen langsamer. Vorsicht. Köpfchen? Ja. Oh. War dir nicht zu heiß heute? Vorsicht, yo! Hast du? Nein, hab ich. Guck mal. Mal gucken, ob es funktioniert. Jo! Wassermarsch! Tropft was? Nö! Tipptopp! Tippitoppi! Funktioniert! Und mal wieder ein Argument dafür, immer einen Wasserdieb dabei zu haben. So, und jetzt zeige ich euch mal diese Kapelle, die ist nämlich wunderschön. Wie klein Leben hier einfach ist. Leider keine Waschanlage, aber ich kann leider nicht Ruby komplett so putzen. Ruby ist so salzig, das ist so sch für unsere Roststellen. Aber mehr als Fenster putzen kann ich nicht. Nee. Super, Wasser ist jetzt aufgefüllt und die Fensterscheiben sind einigermaßen sauber. Wir können auf jeden Fall wieder gucken. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja, und jetzt geht's weiter zum nächsten Stellplatz. Unsere Gebete wurden erhört und ich habe heute umsonst Fenster geputzt. Wir haben tatsächlich in einem kleinen Dorf hier auf der Peloponnes einen Waschsalon kannst du es ja nicht nennen, eine Autowäsche gefunden. Eigentlich meinte der Typ, er macht nur kleine Autos und Ruby ist ihm zu groß, aber Garrett meinte halt, hat mir angeboten, ey, ich mach das. Und dann meinte er, ja, okay, dann ist okay, für 5 Euro können wir es machen, wir geben ihm vermutlich 10 Euro, weil wir echt viel sauber machen müssen. Ja, aber wir sind einfach so dankbar, dass wir was gefunden haben, noch vor Kalamata, weil Ruby ist so salzig, oben auf dem Dach sind schon Salzkristalle. Und wir haben halt auch ein paar Roststellen und wir haben echt Schiss, dass sich das jetzt einfach der Salz sich da weiter reinfrisst und der Rost wächst. Deswegen ist es einfach gerade so, so cool, dass wir eine Autowäsche gefunden haben. Bist du ready? Ich bin so ready. Ich freue mich so. Geil.
wer sein Auto liebt, der muss es auch mal richtig sauber machen. Und ich sag euch eins, so einen Druck wie hier haben wir an keiner einzigen Waschstraße in ganz Deutschland gefunden. Der hatte so einen Bums. Ihr seht jetzt unten bei Ruby, zeige ich euch irgendwann mal, seht ihr irgendwelche Markermarkierungen an den Verschraubungen vom Werk jetzt? Die habt ihr vorher nie gesehen. Irgendwelche gelben markierten Stellen, wie was festgeschraubt wird in irgendeinem Gewinde. So sauber war Ruby noch nicht. Noch nie. Noch nie. So viel roten Lack hat man jetzt wieder gesehen. Ein schwarzes Zeug, was weg ist. Aber zeig mal. Zeig mal, ja, ich sehe aus, als würde ich. Zeig mal deine Arme. Weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist? Ja. Julian würde sagen, ehrliche Arbeit. Dieser kleine Stopp hat mir gerade so viel Befriedigung gegeben, das ist der Hammer. Wenn man eine Waschanlage findet und sie echt seit Wochen sucht und Ruby war so dreckig, ist das echt eine Erlösung. Echt schön. Super, super schön. Nach einer kurzen halbstündigen Autofahrt sind wir jetzt mal wieder angekommen beim großen L. Ja, und werden eine Runde einkaufen gehen. Wir haben gar nicht damit gedacht, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass hier ein Lidl ist. Deshalb nutzen wir jetzt nochmal die Chance. Jetzt waren wir ja nach der spontanen Autowäsche auch noch spontan einkaufen. Aber jetzt geht's auch endlich zum nächsten Stellplatz, denn ich muss heute auch echt noch Video schneiden. Wir sind angekommen am neuen Stellplatz. Wir stehen hier irgendwie genau neben solchen Ruinen. Ja, bisschen erhöht. Wir gucken aufs Meer rauf, aber es ist richtig, richtig schön. Wir stehen in der Nähe von Scala. Waren auch eben bei Scala einkaufen bei Lidl und haben hier so ein kleines, schönes Fleckchen gefunden. Ich glaube, hier bleiben wir auch übers Wochenende stehen. Denn ich muss heute eh so oder so Video schneiden, wie schon 50.000 Mal erwähnt. Und ja, ich denke mal, Garrett wird jetzt mit Sawyer eine kleine Runde spazieren gehen hier. So ist es. Ganz entspannt. Ja. Ein neuer Tag hat begonnen. Heute ist Samstag. Leonie ist schon eifrig dabei, dieses Video hier zu schneiden. Und wenn ihr diese Arbeit wertschätzen wollt, dann hinterlasst doch bitte einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Da freuen wir uns nämlich sehr drüber. Und ein Daumen nach oben wäre auch richtig, richtig toll, denn dieses Video endet jetzt. Ja, also wenn ihr nicht verpassen wollt, was nächste Woche noch so los ist bei uns, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Ihr könnt auch auf die Glocke klingeln, wollte ich schon sagen. Auf die Glocke drücken, dann kriegt ihr auch alle Benachrichtigungen mit. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche. Vergesst nicht, auf Instagram vorbeizuschauen. Da sind wir gerade dabei, einige Reels und Posts hochzuladen, ein bisschen Behind the Scenes euch zu zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche in aller Frische. Bis dahin, tschüss! Tschüss!